Tobi hat schon Schiss hier im Qualifier im Rennen. Da wird es doch schön regnen. Da freut er sich doch viel, viel mehr drauf. Und damit willkommen zurück zu unserem wunderschönen Koop, Mr. Oberlappen. Was sagen Sie denn heute? Wird spannend, ja. Cool. Kurze Analyse war das. Kimi Räikkönen, ja. Ja, Kimi, leave me alone, ey. Also lustig, was wir mal verantworten. Die Reporter da richtig lange Frage. Ja. Ich habe mich gedreht. Ja, Kimi, was lief heute falsch? Ich habe mich gedreht. Ja, ich habe mich gedreht. Oder lief auf Englisch. Im Englisch. Ist spannend. Oder, I crashed. Ja, genau. Vielleicht passiert das ja heute hier, man weiß es ja nicht. Ach, die Finn, ja. Bottas ist aber auch so. Irgendwie, die sind irgendwie alle so komisch. Die Finn. Ja, die sind so ruhig, sind die. Ja, die sind allgemein ruhig. So, ich denke mal, wir sollten beide locker Q1 überstehen. Nee. Ah! Außer ich mach das Auto kaputt. Hast du schon hinbekommen, oder was? Letztes Jahr am Red Bull hab geschafft. Q2. Ja, da war auch Singapur schon nicht dein Fall. Nee. 2016 war das nicht. Einzig Gute war 2013, da habe ich geübt und dann Internetproblem. Danke, Ronny. Warum eigentlich immer Ronny? Na, wegen NBA. Achso. Der Typ, der das da leitet, der heißt einfach Ronny. Und halt, wenn er so auf Twitter immer, wenn er in diesem Spiel ist, er teilweise sowas schon verpackt dieses Jahr und so schlecht, aber wenn irgendwas schlecht läuft, ja, wird immer Ronny immer da so. Vorrang gezogen. Ja, danke, Ronny. Oder wenn irgendwas vom Spiel so gescriptet ist, ja? Oder denkst, was soll der Scheiß? Immer Ronny. Ronny! Leute, die NBA spielen, die 2K18 spielen, also, die wissen da Bescheid. Also, mit den Leuten, die ich spiele. Du spielst es ja hauptsächlich auf der PS4. Bist du sehr in der PS4? Auf dem PC kannst du sowas nicht spielen, nur Hacker unterwegs. Auf der PS4 bist du sehr aktiv geworden. FIFA. Wie bitte? Ja, dadurch. Ich kann dir mal ein Beispiel sagen. Weißt du, FIFA 18, ich spiele es ja mit einem Kumpel auf dem PC. Dieses Koop, da wo du mit einem Team da aus der Welt da gegen andere spielen kannst. Und da sind eingetragene Vereine. Und da 21.000. Also 42.000 Spieler. Und auf der PS4 sind einfach 500.000 Teams. Einfach über 450.000 Spieler mehr. Auf 54 Teams mehr. Auf dem PC zoomst du auch teilweise so lang und findest einfach teilweise auch die gleichen. Deswegen habe ich meinen Kumpel auch schon gesagt, ja, da muss man sich überlegen, die auf die PS4 zu wechseln. Da findest du nämlich jederzeit einen Gegner. So, mein Gegner heißt aber jetzt die Wand und mein Auto und die Zeit. Also wirklich, eure Dynamik hat der Wagen nicht. Man hört auch wie Tobi Das glaube ich jetzt nicht, ey. Das glaube ich nicht. Ey, was ist denn das für ein Fahrzeug? Da kommt mir das Sektor leicht entgegen. Auf der Dia. Ich glaub das nicht. Auf einmal schwupp rüber. Na gut, Chef sagt, da ist ein Schaden am Frontflügel. Ich spür keinen Schaden. Nö. Vor Grosjean. Aber weit weg von Bottas. Es ist schon so ein kleines Biest hier. Ja, ein Biest, was sehr gerne über die Vorderachse schiebt. Was bist du gefahren? Unterwegs bin ich noch. Du bist unterwegs. Nimmst du noch den Fernando mit und den Weber?
Und den Nelson Piquet Junior. Nur dass er Wand ab, ja. Okay, 40-4. 40-4, 41-2. Was ist das Problem mit dem Auto, meinst du? Ja, also das ist mir hier oft in der Brücke. Ich beschleunige ganz normal und schwupp, ab rechts in die Wand. Okay. Ich muss sagen, mit dem Verschiedener, die kommen da ganz gut drin eigentlich. Ich nicht. So, eine Runde. So wird es morgen aussehen. Nicht. Na ja, gut, es reicht zum Weiterkommen. Die Runde war auch nicht schlecht von mir, muss ich zugeben. Wobei Qualifying ja eigentlich nicht deins ist. Ach, kann sein, dass wir Singapur heute machen, dass eine Ausnahme ist. Oder Q1 und Q2 eine Ausnahme ist und Q3 lutscht dann wieder drin. Wer, ich? Nee, ich. Und dann denke ich mir wieder, ach ja, Philipp war vorhin so schlecht, auf einmal fährt er jetzt 2 Sekunden schneller. Ja. 2 Sekunden. Du bist wahrscheinlich auf Mana gerade gefahren. Nee, auf Max. Oder auf Standard, das hätte auch schon gereicht. Aber so viel holt man hier nicht raus. Was hast denn du für ein Netzteil? Boah, 650 Watt. Sollte eigentlich reichen. 650 Watt ist schon krass, ey. Was ist das für ein Stromverbrauch? 650 Watt. Ach, gibt's größere. Wenn so ein Ding durchgehend läuft, Alter. Ich kann mir mal vorstellen, diese Baustrahler, weißt du, wenn die da so diesen Halogenstab drin haben, der hat auch 500 Watt verbraucht, Alter. Das ist ein Stromverbrauch, Alter. Heutzutage hast du so ein Ding, das verbraucht nur 20 Watt. Und leuchtet wie 300. Technik, LED-Technik. Ich bin aber safe weiter eigentlich. Der Palmer, Gott, wer alleine. Gottes Willen, das ist recht dicke. Selbst der Master ist noch hinter mir. Alter, du bist fast auf Kimi-Niveau. Alter, super soft. Ja, richtig. Ist ja das Traurige. Er hat dann auch gesagt, er wünscht sich mehr. Bodenwellen. Bodenwellen? Hat er Bodenwellen gesagt? Ja, er wünscht sich auf jeden Fall nicht diese Asphaltierung oder diese neue Asphaltierung wie in Barcelona. So. Ja. Ja, die also Strecke sei so einfach zu fahren. Die noch ein bisschen herausfordernd sind, ja. Ja, natürlich. Also was wie Monaco mehr. Okay, Monaco ist ja ein Straßenkurs. Also sag mal so, was hat er mir gesagt? Er wünscht sich halt mehr Kämpfe vorne. Ja, das wird er nicht haben. Das wird er nicht kriegen. Denkst du? Gut, die Testsage sagt, es sieht eigentlich gar nichts aus über die wirkliche Performance. Yes. Da muss man echt warten, bis die ersten Rennen vorbei sind. Und mal schauen, wo dann wirklich Vettel und Red Bull stehen. Bis Training ist. Naja, selbst das reicht nicht mal aus. Da musst du sogar noch weiter gucken. Die fahren ja eigentlich, ja. Okay, du musst die ersten Renner warten, aber du kannst am ersten Rennen schon mal sehen, wer hat gute Arbeit geleistet über den Dings, über den Sommer oder sowas. Ja, aber es ist Melbourne. Melbourne ist auch wieder so eine typische, ja, Strecke, die nicht wirklich passt. Hast auch ein besonderes Layout. Also du hast beim ersten Hektar 13. abgenommen. Juhu, Zuschauermodus! Ich liebe diesen. Dafür 17 im zweiten verloren. Ja, easy. Easy peasy. Ausgeschieden. Warte, lass mich raten. Stroll, Palmer, Van Dorn, Wellen, Eriksson. Passt. Stroll, Kwiat, ach, gegen Kwiat, ja, okay. Und aber normalerweise ist es immer Palmer, Stroll, Van Dorn, Wellen, Eriksson. Das ist eigentlich immer so. Ja, die haben Van Dorn schon ein bisschen schlechter gemacht. Aber der ist gar nicht so schlecht. Der ist teilweise schneller als Alonso gefahren. Der Alonso haben sie hier stärker programmiert, eindeutig. Vor allem ja. Im Qualifying ist Alonso ein Biest. Ein richtiges Biest. Hast du auch letzte Saison auch teilweise gesehen, ja, was er aus dem Auto rausgeholt hat. Und ja. Bei Van Dorn merkst du einfach noch, die so ein bisschen nur, noch nicht so erfahren genug, ja. Aber ich spür's am meisten in der Karriere mit dem Fernando, weil, boah, es gibt... am Titel immer, Alonso... Alter, das so ein Schieder knüpfte dir Alonso... Ich dürfte mir 18. drauf. Und ich frage mich immer, wo holt der da 18. raus? Ja? Verliert aber 3 im letzten Sektor. Das passt nie zusammen. Wann soll es regnen? Nach 10 Minuten? Oder? Nach 20. Minuten? Nach 20. Nach 20 Minuten. Das heißt, wir müssen mit den Reifen ungefähr, sagen wir mal, 13 Runden kommen oder so. 12, 13 Runden sollte machbar sein.
Ja, das denke ich mir. Aber was sagt denn das Team, wie lange die Reifen halten? Und aber der Alonso baut immer im Rennen da brutal ab. Ja, 16 Runden, passt. Na, die fahren jetzt dann immer über den Gesichtsausdrücken. Ich werde jetzt eigentlich auch nur eine Runde fahren, aber ich nehme mal Benzin auf eine zweite mit. Also im Spiel ist Alonso der beste Qualifier, da bin ich mir relativ sicher. Im Rennen wird es schon schwerer, da den richtigen Mann zu finden. Auf jeden Fall Hamilton, Vettel, die vier auf jeden Fall. Den Bottas müssen wir sogar ein bisschen schwächer einschätzen. So, warum ein bisschen mal abhängig. Ricciardo und Verstappen, die sind eigentlich gleich stark programmiert worden. Wen haben wir denn noch Force India? Da ist ganz klar der Perez der Stärkere. Obwohl ganz Ocon klar. Dieses Jahr eigentlich mal Paroli geboten hat. Ja, also ich fand den Ocon. Der Ocon. Was hast du gemacht? Was hast du sogar so nicht weggedreht? Er ist eh gleich wieder dran. Toro Rosso, kannst du schwer einen Vergleich ziehen mit Sainz und Kvyat hier im Spiel. Hülkenberg ganz klar stärker als Palmer. Das ist auch in echt so gewesen. Stroll und Massa, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Oh, Freund Flügel, bitte dich wieder ran machen. Darf eigentlich auch nicht sein, ja? So ein Bug, Alter. Ja. Freund Flügel on the fly. Ja. Aber das Spiel hat viele Bugs dazu bekommen. Also, es gibt jetzt auch so einen Regenbug, dass die KI auf die falschen Regenreifen wechselt. Sie will auf Fullwertreifen wechseln, aber für den Minus fährt jede Runde wieder rein. Ich hoffe, dass es für 2018 besser wird. So, Torben, jetzt wird attackiert, es wird rasiert, wie du immer so schön sagst. Es wird der 39er hingeknallt. Guck mal, dass mein Frontflügel hier angeknallt wird. Per Zauberhand, oder? Abracadabra! Wupp da! Bim. So, da haben wir die Zauberstunde auch absolviert. Cool. Aber man merkt schon, dass es mehr Grip auf der Strecke liegt, oder? Ja. Oh komm, Frontflügel. Wie war das denn immer, dass du den Frontflügel reinbekommst? Ja, von Monaco immer wupp. Wupp, war ja wieder da. Ey, ich fahr wieder rein. Ja, bei mir kam er auch nicht wieder. Da muss man halt von diesem Schadenbild weggehen. Bin ich gegangen, kam nicht wieder. Haben sie ihn auch rausgenommen. Ja, mit Patchbook 1.11 haben sie es vielleicht den rausgenommen und haben ein paar neue hinzugefügt. Ja. Ja, wann war denn mal ein Spiel patchfrei, ja? Gar nicht. Patchfrei sag ich schon, bugfrei. Ja, bei Cold muss das Ganze lange suchen. Mehr Grip! Ich glaube, bei den Grid-Spielen war ein bisschen weniger. Ah, da musstest du suchen. Bitte, was ist der Vettel gefahren? Okay, diese Grid-Spiele haben sie auch alle paar Jahre nur rausgebracht. Oder auch die Dirt-Spiele. Ja, mit Bugs ist da auch wenig. Dirt 4 ist bloß scheiße. Ja, aber bei Dirt 4 und Dirt Rally musst du suchen. Dirt Rally ist eins der perfektesten, Alter. Da musst du graben. Komm. Mach mal raus. Da, 39,7, so muss das. Muss ich jetzt auch noch was hinlegen hier. Da reicht deine 40er Zeit nicht mehr. Vor Daniel Ricciardo hinter Lewis. Okay, der ist nochmal 17. schnell, den können wir vergessen. So, Tobi. It's your turn. Ich hoffe, du hast dein neuer Reifen ausgewählt, nicht die angefahrenen. Mit 1% gehabt, nehme ich jetzt trotzdem. So, ich muss die Reifen schonen, wir brauchen die noch. Ich hätte für Q3 nehmen sollen, aber egal. Der hat sogar überall 0 und hinten rechts 1. Okay, Ricciardo 39,9.
Mann, die sollten mal auf dieser behinderten Minimap einfach mal die Autos, diese komischen Punkte für die Teams farbig machen. Machen Force India pink, dann weißt du, wo ein Force India ist. Machen Ferrari rot. In der Wien F1 2006. Machen Renault irgendwo gelb. Renault gelb oder keine Ahnung. Mercedes silber. Mercedes sind dieses. Mit der immer dieses Zyanblau, dieses hell, ganz helle Blau. Okay. Du könntest Probleme bekommen mit Red Bull und Toro Rosso. Ja, in F1 2006 war das so, da war das dann so, Red Bull hatte, glaube ich, einen dunkelblauen Außenrand. Es war eine E-Kreise, einen dunkelblauen, so wie die Japan-Flagge. In der Mitte rot und der äußere Ring war dunkelblau. Und bei Toro Rosso waren wir noch ein bisschen weiß mit drin. Und zum Beispiel Super Aguri Honda, das war ja halt ein komplett japanisches Team, war einfach die japanische Flagge. Weil zwei japanische Fahrer, japanisches Team, Honda, weiß-rot, passt. Aber das ist ja so genial, warum man das nicht mehr macht. Man kann es auch direkt identifizieren, wo jemand ist. Muss ich mal ansprechen. Ich wünsche mir, dass man beim Funk jeden Fahrer abfragen kann eigentlich. Das wäre richtig geil. Jeden Fahrer, den du jeden Fahrer abfragen kannst. Wäre auch gut für die Liga. Müsstest halt nur wissen, wer in welchem Auto sitzt. So, dann wollen wir mal Tobi ein bisschen zuschauen hier, ob der 39er Zeit auf den Asphalt brennt. So, Tobi ist momentan raus. Befindet sich im ersten Sektor. Ein Renault ist vor ihm. Das kann nur Palmer sein. Der macht nicht Platz. Boah, schön die Reifen stehen geblieben bei mir. Bei mir nix. Ja, weiß ich. Oh, Scheitelpunkt und Unterschleudern wie Sau. Kein Scheitelpunkt getroffen, cool. Ja, den muss man in der Kurve. Jetzt kommt dein Lieblingsabschnitt hier. Dieser Racing-Kick magst du nicht. Und diese Linkskurve hier. Und die Kurve hat sich noch mehr, ey, beim Anbremsen. Und dann die schöne Brücke. Oh, der Renault kommt immer näher. Du reißt aber auch die Strecke richtig aus, mittlerweile ist mir aufgefallen. Immer schön weit am Rand ausholen. Na, den Renault spürst du schon. Die Dirty Air spürst du schon. Jetzt nah an der Wand. Schön macht der Tobi das. Eine schöne Runde. Für eine 40-0. Du verlierst im ersten Sektor 1,5 Zehntel, im zweiten verlierst du 1 Zehntel und im Schluss bist du ungefähr gleich schnell. Falls du mir keinen, war das die beste Runde. Sah von außen aber schön aus. So, reicht. Der Palmer war vor dir. Es konnte nur der Palmer sein. Wann werden heute das Testrennen? 19:30? Ja. Die Woche ist eh perfekt. Strecke? Japan. Ich nehme nur Rennen aus der ersten Saison. Das ist bei Testrennen. Nichts mit der zweiten Saison. Dann ist ja schon ein bisschen Übung für die. Ja, ja. Deswegen habe ich auch Silverstone, glaube ich, damals vorgeschlagen. Oder China oder sowas. Ja. Japan ist halt schwer zum Überholen. Da sehe ich schon so Dive-Bombs in 130R, Kurve 1. Ja, da greift man nicht an, da steckst du entweder zurück. Und wenn du Eier hast, fährst du da. Nein, geht auch nicht nebeneinander. Hast vergessen. 130R? Doch, das geht schon, aber Kurve 1 ist scheiße. Ja, musst du mitmachen. Boah, ist der Palmer im Vergleich zu dir richtig langsam unterwegs gefühlt. Alter, 41er. 5, letzter Platz. Ich würde sagen, das reicht. Tobi ist auf einer schnellen Runde noch. Jetzt in der letzten Kurve.
Vielleicht für Formel 3 hier, ganz gut. Ach, apropos diesen Formel 1 Stream für, was weiß ich, 8 bis 10 Euro. Wie findest du das Angebot eigentlich? Vom Preis her eigentlich super. Holst du das dir? Du kannst, ich glaube, ich weiß es nicht. Du zahlst 82 Euro ungefähr. Du wirst so viel mehr Videos dann auf YouTube sehen. Onboards von früher. Du kannst irgendwie auch Rennen bis in die 80er gucken, wenn du irgendwie so ein Special-Angebot mitnimmst oder sowas. Das hat geil gemacht, ja. Die Onboards von jedem. Weißt du, das war wie früher. Kennst du noch von Premiere-Zeiten? Ja, natürlich kenne ich da, das noch. Wo man da teilweise nur von dem Fahrer die Onboard das ganze Rennen haben konnte. Und das waren wir auch so von Formel 1 irgendwie so. Von Premiere, wie so. Das kennt man. Da gibt es nämlich Leute, die haben, oder gibt es heute auch noch teilweise, wo als Sender eine komplette Onboard, eine komplette TV-Kamera, ein ganzes Rennen haben. Also ich finde das Angebot nicht schlecht. 8 bis 10 Euro? Im Monat. Ich rechne aber nicht mit Monat, ich rechne den Jahresbetrag durch die Anzahl der Saison, durch die Anzahl der Rennen. Dann weißt du, was sich das pro Rennen kostet. 4 Euro, wa? Ja, 4 Euro für ein Rennen. Dann hast du das Rennen, du hast das komplette Qualifying, du hast das komplette Training. Du kannst alles sehen, ja. Du hast die Formel 3, die Formel 2. Deutscher Sprache? Ja, RTL. Ja, die machen das ja nicht schlecht, also brauch jetzt ja niemand was sagen gegen die Leute. Und Sky ist auch nicht besser. Also Sascha Roos, weil ich das schon von einem Kumpel gehört habe, das ist genauso eine Flachzange. Also... Wollen sie nicht streiten, nur weil RTL diese Werbung macht, regen sich alle so auf. Ich will aber gerne wissen, wie die das machen. Wenn jetzt den RTL übertragen wird, hörst du dann diesen Stream auch, wenn geht es kurz in die Werbung? Nee. Dann. Nein, kann auch sein, dass es der andere RTL-Kommentator macht, der von NTV. Der NTV die Trainings immer macht. Ja, vielleicht gut, machen die beiden das. Ja gut, das kann auch sein. Ausgeschieden Massa, ja, Alonso, Sainz, Palmer und Magnussen. Auf ins Q3. Ja, also eine Sekunde zwischen Platz 8 und 9, ist das bitter. Ist das bitter. Ja, in echt war ja Renault eigentlich die vierte Kraft. Sonst in der war ja weg. Eigentlich dürfen wir nicht so gut sein. Hallo, das ist ein Fahrerskills. Ja, wir müssten da eigentlich so um Platz 10 rumlungern. Und wir dürfen nicht so schnell, wir dürfen nicht auf Red Bull Niveau fahren. Aber Red Bull ist also auch ein 19. weg, dürfen die auch nicht sein. Nee, es war hier eher ein 3. Mercedes war ja auf 5 und 6. Ja, und der sind Ferrari und Red Bull damit dominiert. Und dann, ja. haben die das ganze Rennen kaputt gemacht, weil sie sich abgeschossen haben, die Flachzangen. Ja, beide Ferraris und Verstappen. Und Daniel Ricciardo hat den Start verloren, das war entscheidend. Das ist die Formel 1. Und im Regen konnte Ricciardo auch mit Hamilton, also was Hamilton da im Regen wieder rausgeholt hat, war stark in dem Mercedes. In dem, haben sie eigentlich schon sagen, unterlegenen Auto an dem Wochenende. Also ja, der wäre auch unterlegen gewesen gegen die Ferraris. Seit dieser V6-Ära hatte Mercedes immer in Singapur Probleme. Gefühlt. Monaco auch. Ja, Singapur irgendwie mehr, aber. Ja, Singapur am meisten. Das stimmt schon. So! Dann wollen wir mal. Den Reifen jetzt. Eigentlich müsste man das nachher machen mit einem Run, aber ich mache nachher zwei Runs. Tobi wird müde. Ja, ich hab nicht lange geschlafen, aber. Ja, ich auch nicht. Aktuell auf Urlaub. Aber das kommt gut. Kann man ein bisschen länger wach bleiben. Kann ich ja Basketball angucken. Um 4 Uhr nachts. Naja, okay, so zu spät will ich es auch nicht machen, aber um 1 Uhr die langweiligen Spiele. Die richtigen Spiele kommen dann um 4. meine Mannschaft spielt halt um 5:30, kann ich auch nichts für. Da musst du es anders machen, da musst du früh ins Bett gehen und früh aufstehen. Deswegen freue ich mich, wenn meine Mannschaft immer an der Ostküste in Amerika ist, dann sind die Spiele um 1 Uhr, 1.30 Uhr, dann kann man den am wenigstens angucken. Um 4.30 Uhr, ey, hast du schon dreimal die Augen zu gemacht. Da hältst du die gar nicht mehr wach. Ja, da müsste man echt so ich um 10 Uhr reingehen, um 4.30 Uhr aufstehen oder so, weil die fangen ja eh meistens 10 Minuten später an oder so, wegen Nationalhymne und Vorstellung und irgend so ein Quatsch. Aber es gibt Leute, die den Sport zu verfolgen, ja, wenn die ihre Mannschaft, dann stehen die halt nachts auf. So! Wenn du Fan bist, dann macht man das.
Los geht's! Alter, was mach ich denn jetzt hier? Bin ich in die Wand gefahren und Flügel ab schon wieder? Ich muss schnell kotzen. Schon wieder nicht konzentriert. Ja, du warst gerade bei NBA, glaube ich, vertieft. Ich war gerade egal. Woher kommt der jetzt an, mein Flügel? Bin ich schon wieder so unkonzentriert. Im Rennen bin ich mit meinem Lauf immer ganz ruhig. Bei andere Ehren. Der Flügel repariert ja nicht mehr. Schwach. Ist ja auch richtig so. Also bei mir geht es kaum noch schneller. Bist du gefahren? 39,5, richtig. Ja. Hab ich schon gedacht. Warum? Na, weiß ich nicht. Knapp vor Ricciardo auf P5. Aber viel mehr geht da kaum noch mit dem Auto. Podium wird hier ganz schwer. Da wird wieder der Mercedes reingeschoben, da wird ein Red Bull reingeschoben, der Ferrari auch. Und wir hier auf der 5. Tobi kommt gleich auf der 6. Ich war da noch, ich war noch mal kurz in der Box drin. Das heißt, du bist jetzt in einer Outlap, das bedeutet, Jetzt bist du gleich in einer Fliegen und dann bist du in der Inlap. Wie lang ist gleich meine... Wie lang ist noch? Kann ich dir gleich sagen. Ich werde gerade reingeschoben. Jetzt kommt der Wagenheber vorne und hinten. Jetzt kommt der Monitor. Jetzt kommen die Heizdecken. Jetzt kommt meine Kühlung. Jetzt sind die Heizdecken gerade drauf. Jetzt werden sie angeschlossen. Jetzt hocken die der Mechaniker dahin und jetzt darf ich ausfüllen. Es ist noch 5 Minuten 20. Oh, Alter, 4000 vor Daniel Ricciardo, ey. Also wenn du es schaffst, dich dazwischen zu schieben, Hut ab.
Man hört immer, Tobi schön am Arbeiten ist. Ich würde sagen, die Kurve hast du vergeigt. Durchaus. What? What? Ich kann Singapur nicht! Sektor Best, letzte Kurve. Letzte Kurve, das wäre auf streng auf jeden Fall abgerissen, auf jeden Fall ungültig gewesen. Also Sektor Best halt auch im Schlusssektor, ey. Alter, 13. Okay. Knöpfe zu mir ab. 13. Du warst sogar im Mittelteil trotz dieses Fehlers schneller. Der Fehler hat mir locker 2 Zehntel gekostet. Oh ja, dann wärst du an Bottas vorbei. Aber hast du meine Runde gesehen, wa? Ja, natürlich. Aber ich weiß nicht, wie du da den Sektor besser im Schlusssektor rausgeholt hast, ey. Na, wo ich die kleine Tunnel-Einfahrt da bin ich so wieder, da bin ich richtig eng. Also die war on point. Aber du kannst dich gar nicht. Wünsche ich mir für morgen auch. Ich kann sie nicht, obwohl nicht! Nein, nee, damit will er mich so abziehen! Alles klar. Nee, deshalb hab ich, wo ich Zeitfahrmacher gefahren bin, da war irgendwie so schlecht, mit Auto haben nur weggegangen. Oder auch im Classic-Renner, wo ich auch richtig rasiert. Aber ich kann eh keine Runde. Ich finde das gut, ja, ich kann sie kaputt nicht. Nein, 2 Minuten noch in Q3, Tobi ist vor mir. 13, alles klar. Alles klar, wie ich mir gerade gedacht. Tobi, das musst du häufiger sagen. Ich kann die Strecke nicht, das ist nicht meine, ja genau. Weil dann gibst du mir Kontra, ey. Ich war im ersten Sektor nicht. Da war ich schneller. Halt, der scheint dir nicht zu liegen. Ja, ich geb schon mal auf. Ich kann keine Runde mehr fahren. Ich kann mir mal eine Sektor zeigen, dann ist er immer auf einer Outlap. Ja, letzter Sektor gehört mir. Daher Bestzeit. Ja, diese blöde Kurve, was ist das? Kurve 10? 10? 14 ist das. Oder ist dieser kleine Rechteck, zählt der nicht als Kurve? Nee, ist 14. Das ist Kurve 14. Müsste 14 sein. Die ist aber auch schwer. Die Scheiße, die ist richtig scheiße anzubremsen. Also wenn du damit dann kein stehendes Rad hast, bist du gut. Und bei mir waren welche. Gib mir den Zuschauermodus. Oh.
Wird das? Boah! Hätte ich drin, ja. Da waren aber auch noch Fehler drin, ja. Da waren viele Fehler eigentlich noch. Die aber nicht. Also man merkt. Nicht optimal getroffen. Eigentlich perfekt. Da war vor allem dieser Linksknick. Die Pole ist drin, die 86 ist drin. Ja, die wäre. Ja, wenn die. Da muss die Runde aber auch wirklich perfekt sein. Da darfst du nicht querstehen, du darfst nicht zurückhalten sein. Die muss echt on point sein. Dann ja. Also ich hab, wo du dich verbremst hast bei der Links, habe ich verhalten gebremst. Sehr verhalten, das hat man wahrscheinlich auch gemerkt. Ja, haben wir gesehen, ja. Dann dieser schnelle Links, wo du einfach mal Ohr gesagt hast, da wo ich fast die Wand geknutscht hätte mit dem Rad. Bei mir hast du die Wand berührt. Bei mir nicht, da habe ich 2 Zehntel Minimum noch weggeschmissen. Also ja, aber man hat gemerkt, wenn man da nicht vorher irgendwie Vollgas geben kann, dann kannst du dann, weil dann fährst du ja in die Wand rein. Bei mir bist du hingefahren. Also man merkt schon einen gewaltigen Grip-Unterschied, selbst in Q3. Also gerade im Schlusssektor habe ich das gespürt. Der müsste auch Sektor-Bestzeit, glaube ich, gewesen sein. Sollen wir mal nachgucken bei der Leitung. Ja, 33.170 bei mir. Im Vergleich zu dir 33.2. Ich musste im Schlusssektor die Zeit gegen dich rausholen. Ich musste sie da wieder rausholen. Also im ersten Sektor war ich schon eine Zehnte langsamer. Da habe ich das eigentlich schon gesehen, okay. Das kann eigentlich nichts mehr werden. Der erste Sektor ist halt nicht so tragisch. Am zweiten kannst du richtig was rausholen. Da muss doch alles raus. Also, vorne geht Sebastian Vettel vor Lewis Hamilton, Kimi 3, Bottas 4. Dann wir beide auf 5 und 6. Attacke nach vorne. Beide Red Bulls geschlagen. Eine Zehnte geschlagen, ey. Eine halbe Sekunde. Das ist viel. Ricciardo, Verstappen, Grosjean und Hülkenberg. Morgen geht's dann los hier in Singapur. Der Regen wird kommen. Oh Gott. Und Tobis Reaktion hat man schon gehört. Also mach's gut, haut rein und tschüss. Tschüss.